Bei der kompletten Neugestaltung dieses Raumes hier komme ich jetzt nach Putz- und Streicharbeiten zum angenehmeren Teil, nämlich zum Fußbodenneubau. Ein Fußbodenneubau auf einem nicht unterkellerten Boden. Und darum geht es in diesem Video. Der Holzfußboden wird 2/3 des Raumes einnehmen, geht bis hier. Danach folgen dann Kacheln, weil hier schon immer ein Estrich drin war, den ich auch nicht rausreißen möchte. Wie man sieht, haben wir hier überall Backsteine. Der Fußbodenaufbau war früher wie folgt. Also man sieht hier noch die dunklen Steine, hier war also eine Teerpappe drauf. Und darauf lagen dann Lagerhölzer. Und dazwischen war überall komplett mit Sand ausgefüllt. Darauf kam dann der Dielenfußboden. Aber infolge eines Wasserschadens, weil hier lief mal irgendwo eine Leitung durch, oder vielleicht ist es sogar noch unter den Backsteinen, die ist undicht geworden und dadurch war der Boden mal richtig feucht. Konnte natürlich infolge auch des Sandes nicht austrocknen und war dann ziemlich rot. Wahrscheinlich waren die, ich glaube, die waren auch gestrichen, genau, die Fußböden, der Fußboden war dick mit brauner Farbe gestrichen. Dann folgte durch den nachfolgenden Besitzer auf diesem zerstörten Fußboden nochmal eine Pappe drauf und neue Dielen. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit kam da oben drauf dann nochmal ein PVC-Belag und auch dieser Boden war nachher total rot. In einem Video, was ich oben verlinke, zeige ich das ja. Ja, wie jetzt vorgehen? Um es gleich vorweg zu sagen, ich werde hier tatsächlich Lagerhölzer nur hinlegen, 8x8 in Lärche und darauf einen Dielenboden 28 mm aufbringen. Es wird keine Absperrung und keine Dämmung geben. Ich bin kein Freund davon. Und warum ich mich dazu entschlossen habe, da werde ich jetzt erstmal darauf eingehen. Backsteine liegen bei uns nämlich nicht nur in dem Wohnbereich, sondern haben auch schon immer hier gelegen, hier im ehemaligen Kuhstall. Das ist jetzt eine Hälfte, die andere Hälfte ist meine Thermokammer. Hier habe ich vor 40 Jahren, man sieht hier noch so etwa, wie es gewesen ist, den hochkantigen Steinen hier. Hier die Ablaufrinne dann zur Grube hin für den Urin der Kühe. Hier habe ich vor 40 Jahren eine verschweißbare Bitumenband untergelegt und dann Holz, den Holzfußboden. Ist noch einwandfrei in Ordnung hier. Und hier nebenan, wo der ehemalige Schweinestall war, habe ich so die Hälfte hier auch einen Fußboden gelegt, ohne Bitumenbahn. Direkt hier auf diesem Boden mit Backsteinen. Und wie gesagt, 40 Jahre und das ist immer noch in Ordnung und nicht durchgerottet. Ja, hier sieht man ja so ein bisschen dass dieses Salpeter oder was es ist. Ja, Schweinestall immerhin. Aber der Boden ist, da ist nichts dran nach 40 Jahren. Natürlich, wenn wir Geld gehabt hätten, damals hätten wir vielleicht auch hier was Größeres gemacht. Aber es wird ja heute so viel ausgebaggert, mit Beton versehen, was eigentlich nicht unbedingt sein muss. Hier hat es also auch nie gerochen, irgendwie nach Urin oder irgendwas. Oder Schweinestall, Kuhstall. Überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt mal schaue, was macht denn ein, wie muss ein Lagerholz denn überhaupt gelagert sein, dass es nicht rottet? Nehmen wir mal als extremes Beispiel den Außenbereich. Ich lagere seit Jahrzehnten mein Brennholz im Außenbereich, zwar überdacht, aber wie man hier auf dem Foto sieht, direkt auf dem Boden. Ich habe auch schon mal Jahre gehabt, wo ich diese Bretter
direkt auf den Backstein gelegt habe, ohne Folie dazwischen. Jetzt habe ich, wie man sieht, entweder PVC oder eine Bitumenfolie dazwischen, eine Teerpappe. Wenn ich diese nicht dazwischen habe, dann hat man, wenn man sich mal genau jetzt hier die Bretter ansieht, bereits nach 2 Jahren sind die Bretter an den Stellen, wo sie auf den Backstein aufliegen, einfach verrottet. Also mit einer ganz einfachen Absperrung kann man verhindern, dass die Bretter eben faulen. Dass wir auch schon mal vermehrt mit Wasser zu tun haben, sieht man hier an diesen Bildern. Da kommt eben auch schon mal Wasser irgendwo her, wo man es eigentlich nicht vermutet. Und dann ist man natürlich froh, wenn man dann sein Holz etwas höher gelagert hat und das Wasser hindurch fließen kann. Das Wichtige ist immer, dass das Wasser wieder abfließen kann. Ich weiß zwar von meinem Schweinestall, dass es auch ohne Teerpappen geht oder PVC-Stücke, aber zur zusätzlichen Sicherheit mache ich jetzt hier bei diesem Dielenboden unter den Lagerhölzern alle 50 cm eben diese PVC-Stücke drunter. Das funktioniert natürlich nur, wenn man weiß, dass von unten kein Wasser drückt, sei es jetzt in Form von Grundwasser oder Bergwasser oder Quellwasser. Nur dann kann man eben, wenn man weiß, ich habe einen trockenen Boden, dann kann man so vorgehen. Wie bei mir hier ist eben wirklich nur in einem Extremfall, wenn eben jetzt eine Überflutung kommt oder ein Rohrbruch, da könnte Wasser kommen von oben, kann dann aber, da ich nicht abgedichtet habe, eben nach unten hin wegsickern. Ist all das nicht der Fall, muss man natürlich andere Vorkehrungen treffen. Ich gebe es hier mal einfach einen Liter Wasser aus. Mal schauen, was da passiert. Und wie lange es dauert, bis der Liter weg ist. Das verteilt sich ja doch ganz schön hier überall. Läuft natürlich dahin, wo es am tiefsten ist, ist klar. Jetzt warten wir mal 10 Minuten ab. So, es hat doch etwas länger jetzt gedauert, als ich gucke. Also es ist noch keine 2 Stunden vorbei. Also sieht hier noch jemand Wasser? Kein Wasser mehr da. Das Wasser ist also weg. Feucht ist es noch, aber doch da. Da ist noch ein kleiner Rest Wasser. Der ist ja auch nicht ganz dicht, der Boden. Wir haben ja hier auch noch Reste. Ich weiß nicht, ob das Betonkleber war oder warum da jetzt noch so viel auf den Steinen drauf ist von diesem Teerzeug. Vielleicht wurde es auch eingestrichen mit Teer, bevor diese Teerpappe drauf kam. Unter den Backsteinen befindet sich eine Sandschicht. So ähnlich wie die hier. Überall eigentlich. Die ist direkt hier aus dem Schweinestall. Und man müsste jetzt eigentlich denken, die war jetzt die ganze Zeit in der Tüte. Es riecht also wirklich nicht irgendwie jetzt nach Urin oder sowas. Hätte ich auch erst eigentlich gedacht, aber absolut nichts zu riechen. Jetzt will ich noch ein wenig auf die Herstellung des Fußbodens eingehen. Nicht bis ins kleinste Detail, denn darüber habe ich ja schon mal ein Video gedreht, was ich hier oben verlinke. Man sieht hier, wo ich anfange, nämlich im Türbereich. Hier gab es mal durch den doppelten Boden einen Absatz. Den habe ich natürlich jetzt nicht mehr, sondern ich kann hier schön parallel vom Flur aus in diesen Raum reinkommen. Die ersten Meter habe ich jetzt schon mal in Waage liegen, längs und quer und auch mit Streifen bzw. Sperrholzstückchen unterfüttert. Bis ich schließlich vor die Kante des Estrichs stoße, müssen hier die Lagerhölzer doch ganz schön mit Sperrholzplättchen unterlegt werden, sodass ich erstmal eine ganze Reihe mir zurechtgesägt habe in verschiedenen Größen. Und auch gleich mit dem Bandschleifer bin ich tätig geworden, weil an einigen Stellen wirklich die
Spitzen, die Kanten von den Backsteinen doch recht hoch herausschauten, sodass sie erstmal parallel geschliffen werden mussten. Sonst wackelte mir doch zu sehr das Ganze. Nachdem ich die Lagerhölzer dann in Waage hatte, habe ich die Klötzchen von unten mit einer Edelstahlschraube befestigt und sie dann auf die PVC-Streifen gelegt. Also die Lagerhölzer sind nicht am Boden festgeschraubt, sondern einfach nur aufgelegt. Ganz wichtig ist natürlich, dass die erste Reihe in einer Flucht liegt und einen Abstand von 1-2 cm von der Mauer hat. So, man sieht jetzt ja schon, wie der Boden etwa hier werden wird. Ich habe hier eine Länge von 5 Meter und habe mich entschlossen, eben 2 Meter lange Dielen zu kaufen und dann jeweils die mal zu versetzen, also immer mit 1 Meter anzufangen, dann wieder mit 2 Meter, dann wieder mit 1 Meter, sodass hier 1, 2, 3, 4 Fugen habe. Man hört schon, wenn ich hier drüber laufe, es knarrt ein wenig. Optimal wäre natürlich gewesen, wenn ich meine Lagerhölzer einfach alle 50 cm gelegt hätte, denn dann wären ja die Fugen hier immer auf einem Lagerholz gekommen und ich hätte schön von beiden Seiten immer anschrauben können. Aber leider habe ich mich irgendwie beim Berechnen vertan. Mir fehlten also 2 Lagerhölzer. Jetzt hätte ich immer 35 Kilometer fahren müssen, deswegen habe ich einfach gedacht, ich mache die etwas weiter auseinander. Also oben habe ich auch Abstände von 60, 70 cm. Und eigentlich sollten auch durch diese Nut und Feder sollte das aufgefangen werden hier. Aber wenn so eine Feder zu schmal ist oder die Nut zu groß, dann gibt es natürlich hier doch noch eine Schwingung. Ja. Aber macht auch nicht viel. Da will ich dann mal Dinge ausprobieren, wie kann man jetzt so einen knarrenden Boden wieder beheben. Aber hier für den zweiten Teil des Raumes will ich auf jeden Fall jetzt doch nochmal die Lagerhölzer weiter auseinander machen, denn ich habe noch eins gefunden, da hinten ein altes, das ich noch hatte, sodass ich dann doch hier jetzt diese 50 cm Abstände machen kann. Dann werde ich auch sehen, ob es dann wirklich weniger knarrt. Nun werden sich die meisten sicherlich nicht für so einen Boden entscheiden, denn immerhin, das ist ja B-Sortierung, dritte Qualität, also mit vielen Nüssen, mit Markröhre, mit Flügelästen, Risse, auch Kiefernbläue dabei, also wirklich keine gute Qualität, aber 27 mm stark und auch nicht ganz so schmal. Das gefiel mir gut, dass sie doch einigermaßen breit sind. Und natürlich zu einem tollen Preis von 10 oder 11,70 Euro, weiß gar nicht. Der Quadratmeter ist also wirklich kein großes Geld jetzt für so einen Raum dann. Wichtig ist natürlich zu wissen, wo lege ich diese Dielen eigentlich hin, in welchen Raum, was habe ich auch für Feuchtigkeiten nachher. Denn danach richtet sich ja auch, muss ich sie vielleicht noch vorher trocknen, wie bekomme ich die Ware überhaupt? Also hier, die ist aus dem Baumarkt in Folie verpackt, hat also schon eine bestimmte Trocknung hinter sich. Wenn ich das hier mal messe, so ein Messgerät, habe ich hier durchweg so 10, 9 habe ich jetzt hier Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir hier auch 10, 9. Also dann weiß ich schon meist ungefähr, was sich vielleicht nachher an Fugen ergeben könnte, wenn ich jetzt hier einen trockenen Raum lege. Ich habe mit diesen Dielen ja schon Erfahrung oben in meiner Küche, hatte sie auch ausgepackt und mal stehen lassen. Sind ja nur um 1 mm geschwunden. Liegen oben jetzt wirklich gut, mit relativ dicht auch, muss ich sagen, bin mir zufrieden. Hier werde ich wahrscheinlich etwas höhere Luftfeuchtigkeit haben. Also habe ich mir gedacht, nehme ich sie dann aus der Folie und baue sie ein. Das hat den Vorteil, dass natürlich jetzt durch den Druck, wie sie gelagert haben, alles noch schön gerade ist.
Sobald ich die Folie nehme, hier einzeln aufstelle, verbiegen sie sich mit Sicherheit. Aber ich habe sie auch gemacht oben, was natürlich wieder schwieriger ist, sie einzubauen. Also, so habe ich sie jetzt hier einfach alle sofort, und das ging auch gut eingebaut, braucht eigentlich keinen Druck zu üben. Obwohl diese Dielen eigentlich für den nicht sichtbaren Einbau gedacht sind, sind sie von beiden Seiten gehobelt, also nicht so wie Rauschbund. Und von daher kann ich sie so legen, wie es am besten ist, nämlich eben mit dem Kern oder der rechten Seite nach unten. Obwohl ja die Dielen in so alten Häusern eigentlich genagelt sind, habe ich mich hier bei diesem kompletten Neubau des Fußbodens doch entschieden, mal mit diesen Dielenschrauben zu arbeiten. Die sind ja so konstruiert, dass sie eben sich gut einschrauben lassen in die Feder, ohne dass man vorbohren muss. Wie man das hier sieht, klappt das also recht gut. Die lassen sich wirklich sehr gut versenken. Aber sie sind nur 3,5 mm stark. Ob die auf Dauer die Bewegung des Fußbodens mitmachen, da bin ich doch sehr skeptisch. Aber wenn es dann nach Jahren nicht mehr hinhauen sollte, kann man ja immer noch nachnageln. Hier jetzt noch kleine Eindrücke beim Fortgang der Arbeiten. Einmal hier der halbe Boden ist fertig. Dann hier das Foto mit dem Ende der Arbeiten. Und hier beim Hobeln der Randleisten. Die Lösung für so einen knarrenden Boden ist gar nicht so aufwendig. Also wenn man, wie hier, kann ich ja nicht nageln, weil hier ja kein Lagerholz runter ist. Ich nehme einfach Hasenleim, das ist auch ein Glutinleim, aber den man eben sehr verdünnen kann. Also wie wässrige Substanz im Prinzip hier. Damit lasse ich jetzt hier den Boden ein. Der Leim dringt hier in die Fugen ein. Und morgen, wenn das erhärtet ist, ist das Knarren weg. Man könnte es sogar notfalls ja nochmal erneut einstreichen, falls die Dielen sich nochmal stark, wenn die nochmal stark schwinden, auch kein Problem. All das ist reversibel und von daher also wirklich die beste Möglichkeit. Ich nehme jetzt einfach den Überschuss mit heißem Wasser ab, sodass nur der Leim in die Fugen gelangt. An dieser Stelle hier habe ich bereits vor einigen Tagen geleimt. Das ist die Stelle hier im Video, dieser stark knarrte. Man sieht oder man hört hier nichts mehr. Jetzt noch etwas zur Oberfläche. Auf diesem Foto hier sieht man ein neu gelegtes Brett ganz unten, wie hell es ist. Die oberen drei Bretter in der Türschwelle habe ich vor einem Dreivierteljahr gelegt, ohne etwas aufzustreichen. Man sieht, wie stark sie sich durch Schmutz, durch UV-Licht verändert haben. Ganz dunkel geworden. Auch der ganze Charakter ist einfach jetzt anders. Bei dem zweiten Brett von unten habe ich auf dem einen neuen Brett verschiedene Mittel aufgetragen. Mal gelaucht, mal mit Hartöl, mal mit Leinöl. Sehen nicht so aus, dass es mir jetzt auf Anhieb gut gefällt, sodass ich jetzt auf jeden Fall den Boden erstmal auch roh lassen werde und mich noch später irgendwann entscheiden werde, ob ich überhaupt
etwas auftrage oder vielleicht ihn nur immer scheuere oder mit Lauge, Seife bearbeite.